Auch ich begrüße Sie herzlich im Konrad-Adenauer-Haus. Wir haben uns in den Gremien über das Arbeitsprogramm bis zum Sommer verständigt. Viele Entscheidungen stehen im Juni an. Es wird ein wirklich arbeitsreicher Monat. Und die CDU versteht sich als Motor dieser Koalition. Unser klares Ziel, wir bringen das Land voran. Außenpolitisch geht es um die weitere Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens, auch um die Umsetzung des Griechenland-Programms, die Verhandlungen zum transatlantischen Freihandelsabkommen, um die Gespräche mit Libyen zur Verhinderung neuer Fluchtrouten und auch um die bevorstehende Abstimmung in Großbritannien zum Verbleib in der Europäischen Union. Und auch innenpolitisch ist die Tagesordnung nicht weniger ambitioniert. Wir sprechen über das EEG, das Teilhabegesetz, die Entgeltgleichheit, die Erbschaftssteuer und auch die Regelung für die Bund-Länder-Finanzen. Diese Projekte gilt es nun abzuarbeiten und wir waren uns in den Gremien einig. Darauf sollten wir uns konzentrieren und nicht Debatten führen, die jetzt noch gar nicht anstehen. Dazu gehört auch die Steuerpolitik. Für uns ist ganz klar, der Haushalt ohne neue Schulden hat klare Priorität. Und wir können mit Stolz sagen, dass uns das 3 Jahre in Folge gelungen ist. Das ist die Handschrift der CDU, die Handschrift von Wolfgang Schäuble in dieser großen Koalition. Damit ist aber auch klar, das ist nicht Gott gegeben, sondern hart erarbeitet. Und sicherlich wird es so sein, dass wir im Zuge der Diskussion um die Erarbeitung unseres Wahlprogramms sowohl über das Thema Rente als auch über das Thema Steuern reden werden, aber natürlich auch angesichts der weiteren Aufgaben, die der Staat hat, die er erfüllen muss. Wir sprechen zum Beispiel auch dieser Tage über eine bessere Ausstattung der Bundeswehr. All das muss in Einklang miteinander gebracht werden und steht aber jetzt nicht auf der Tagesordnung. Wir haben nochmal die Klausurtagung des Kabinetts in Meseberg in den Blick genommen und waren mit den Ergebnissen aus Sicht der CDU sehr zufrieden. Das beschlossene Integrationsgesetz, das auf dem Weg ist, trägt klar die Handschrift der CDU. Es folgt dabei dem Prinzip des Förderns und Forderns. Uns ist ganz wichtig, dass die klare Integrationspflicht mit Sanktionsmöglichkeiten versehen ist, dass wir andererseits aber Menschen, die zu uns kommen, auch Hilfestellungen geben, Teil unserer Gesellschaft zu werden, sich zu integrieren und aktiv teilzuhaben. Dazu sind verschiedene Maßnahmen getroffen worden und beschlossen worden, die uns wichtig waren, die Wohnsitzauflage zum Beispiel. Also ich glaube, das ist ein Teil, auf den wir heute in den Gremien mit viel Zufriedenheit geblickt haben. Genauso wichtig war uns die digitale Agenda, die wir Stück für Stück fortschreiben, sowohl den Ausbau schnellen Internets im ländlichen Raum als auch freies WLAN. Das sind echte Meilensteine. Wenngleich, auch da waren wir uns heute einig, das Thema digitaler Wandel weiter oben auf der Agenda bleiben muss, damit Deutschland hier volkswirtschaftlich und gesellschaftlich nicht den Anschluss verliert. Auch die Einigung bei der Zeitarbeit, bei den Werkverträgen, bei der Flexirente haben die Gremien einhellig begrüßt. Und das gibt uns die Zuversicht, dass wir bis zum Sommer auch bei den anderen genannten wichtigen Themen gut vorankommen und damit etwas Gutes für unser Land tun. Ebenfalls bei uns heute war das Thema Milch ein wichtiges. Der heutige Gipfel der Bundesregierung wird ja heute ebenfalls sich damit beschäftigen. Der Landwirtschaftsminister hat dazu ja einige Maßnahmen schon angekündigt. Entlastung im dreistelligen Millionenbereich für die Landwirte. Und Christian Schmidt hat dabei die volle Unterstützung der CDU, damit klar wird, die ländlichen Räume sind uns als CDU wichtig, sie sind wichtig für unser Land. Und wir wollen nicht einfach sagen, das ist halt Marktwirtschaft, sondern wir glauben eben, es braucht tragfähige Lösungen, gemeinsame tragfähige Lösungen, eben im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft. Die Rolle, die die Landwirtschaft spielt für die ländlichen Räume, für die Landschaftspflege, für ein Stück Kulturgut, die kann man gar nicht hoch genug einschätzen, da sind wir uns einig. Das sage ich auch als Abgeordneter des sogenannten ländlichen Raumes. Ein weiteres Thema, das ist vielleicht nicht allmeldungstauglich, aber hat uns heute trotzdem beschäftigt, weil es für unsere Arbeit in der Partei wichtig ist, ist die Umsetzung weiterer Maßnahmen aus der Parteireform, meine CDU 2017. Wir haben auf dem Parteitag beschlossen, alle Ebenen
stärker auch in die inhaltliche, in die programmatische Arbeit mit einzubeziehen. Und deswegen hat der Bundesvorstand heute eine neue Ordnung für unsere Gremien, für die Bundesfachausschüsse beschlossen. Dabei soll der Austausch mit den Mitgliedern in der Partei verstärkt werden. Wir wollen eine bessere Förderung von Nachwuchspolitikern damit ermöglichen und eben mehr Dialog und mehr Beteiligung. Künftig haben diese Gremien auch die Verpflichtung, digitale Angebote für unsere Mitglieder an der Basis bereitzuhalten, also nicht nur hier im Adenauerhaus zusammenzukommen und zu tagen, sondern über digitale Formate alle Mitglieder in die Diskussion einzubinden. Wir haben mit dem sogenannten digitalen Fachgespräch dabei erste Schritte gemacht. Wolfgang Schäuble, David McAllister, Thomas de Maizière haben sich dafür schon zur Verfügung gestellt. Ich selber auch. Das ist ein Format, was viele unserer Mitglieder gerne annehmen. Und das wird jetzt verstetigt und in die tägliche Arbeit überführt.